Auf ein Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest Treasures. Im letzten Part haben wir viele Sachen gemacht. Kann es nicht mehr so genau sagen. Ja, ist wieder. Wir waren im Gewirr, beziehungsweise wir hatten so ein Portal gefunden. In der ersten Welt, also was heißt in der ersten Welt, da wo wir auch gefangen waren, war so ein Portal und da muss man gegen so einen riesen Golem kämpfen. Ja, es ist ein bisschen. Waren jetzt die ganzen Feiertage und sowas, deswegen ist jetzt hier ein bisschen Zeit dazwischen, aber. Jetzt sollen wir ein bisschen länger auf dem Stand bleiben. Kommt heute, also wir sind aktuell brandaktuell. Ja, der Part, der jetzt kommt, den werdet ihr nachher sehen. Wenn alles gut läuft. So, und wir möchten neue Einrichtungen hinzufügen. Und zwar Projektilproduktion. Und dann machen wir das andere. Hole Axel vom Hitzegrad. Oha! Okay. Feuerwelt. Wenn ich das nicht sage, du sollst das markieren. Nee, musst du selber machen. Und jetzt mal wieder gucken. Okay, das war das Falsche. Ist das die letzte Welt, wo wir noch nicht waren? Nee, wir waren in mehreren doch noch nicht. Hä, hey, was denn noch nicht? Bin ich jetzt doof? In der Wüstenwelt waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Gucken wir gleich nochmal. Du musst zurückgehen, das ist da nicht. Team-Mission ist das, glaube ich. Da. Ja. Da, 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 da. Können wir gleich gucken. Aber ich glaube tatsächlich. Und was gibt's denn noch für Welten? Ach, die Wüste, ja, stimmt. Ja, Wüste habe ich ja gerade gesagt. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Wir gucken mal. Where are you going treasure hunting today? Was ist mit dem Kragenweiten, weil wir nicht Hitzegrad waren, war? Ja, Hitzegrad. Also die Kragenweiten und Hitzegrad, da waren wir noch nicht. Oha. Tschüss. Auf und davon. Als ob es kein Dragon Quest für ein GBA gab. Beziehungsweise nicht in Europa. Nee, die ersten Teile gab es doch alle nicht in Europa. Das heißt, die ersten kamen erst mit Nintendo DS. Beziehungsweise bei der Konsole weiß ich es gar nicht. GameCube gab es nicht, N64 auch nicht. SNS? Na gut. Dann. Ha, dich kenne ich doch. Du bist dieser Knabe, der die Endstation auf dem Drachenschädel hergerichtet hat. Hingerichtet, genau. Und dank dir ist der Hauptbahnhof Kalte Schulter auch wieder voll da. Also pass auf, ich heiße Klärmann und bin hier der Bahnhofsvorsteher. Ich dachte, ich komme mal rum, weil Blechhammer meinte, hier würde ein hilfsbereiter Junge die Bahnhöfe wieder instand setzen. Ja, der alte gute Blechhammer, er hat wieder weiter für die Firma gearbeitet, als wir anderen schon längst die Pieke gemacht hätten. Man kann ihm wohl den Anführer von uns Bahnhofsvorstehern, denn ich hätte diesmal was richtig geschrieben. Ich kenne ihn jetzt schon echt lange und er hat sich keinen. Ich glaube, dieses falsch geschrieben. Bisschen verändert. Ich glaube, das falsch geschrieben ist nur bei diesen Roboter-Dingern, die da eh davor stehen, oder diesen schwarzen. Achso, okay. Naja, kommen wir direkt zur Sache. Ich habe mich gefragt, ob du auch die anderen Bahnhöfe wieder instand setzen könntest. Hier kriegst du wieder ein bisschen. Es gibt zwei. Du kriegst eine fette Belohnung. Oh, stimmt, bei dem anderen. Ja, coole Sache. Für jemanden wie dich ist es bestimmt ein Klacks. Dann kriegen wir erst, dass wir beides gemacht haben. Also, die beiden anderen Bahnhöfe auf den Hitzegrad heißen Feuerroter Forst und Heiße Höhen. Quatsch. Jemals mit dem Bahnhof sehr gut. Der sagt dir dann, was zu tun ist. Lass dich wieder brücken, wenn beide Bahnhöfe wieder sind. Also hier, das sollst du mitnehmen. Dann kannst du dich mit Energie versorgen. Oh, das hat Kriegen haben wir jetzt auch gefunden. Ja, wir haben einiges davon. Ja, wenn du alles hast, dann komm wieder zurück. Viel Glück. Oh, noch was. Siehst du den Aufzug da drüben? Dann bring ich runter. Naja, ich weiß ja nicht. Stimmt, Schipperle muss ja irgendwann gehen. Hui. Nein. Und wir müssen die Balloni suchen. Weiterhin. Ja. Ist ja so lustig, wenn da jetzt einer gewesen wäre. Oh, da ist ein Laden. Mal gucken, ob es da was Tolles gibt. Einer? Ja. Treffen wir den von hier schon? Ich glaube nicht. Wir können da ja in die Richtung gleich gehen. Du triffst ja nicht. Nie im Leben. Aber sprich mal kurz mit dem Shop. Ja, wollte ich ja machen, dann habe ich den Ballon gesehen. Hallo. Ich hätte schon so lange keine Kunden mehr, dass ich Land fast
machen wollte, aber jetzt bin ich froh, dass ich hier geblieben bin. Flatter, 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 nun zu Kopf. Wir kaufen dein Zeug nicht, keine Angst. Alla, pikantes Pulver. Ohne Killer-Tomate, ich raste aus. Komm hier doch, wir kaufen doch mal ein bisschen was von dem, was wir nicht haben. Oh, ich will aber wissen. Ich muss das ja gleich vorlesen. Bei der Killer-Tomate bin ich gespannt. Was sagt der Supi-Dupi? Alla, Klingenkugel. Ist gleich auch nicht was zum Vorlesen. Bei den Kugeln weiß ich gar nicht, ob die... alleine Plumpskugel. Ah, Frau Kugel. Oh, Heilungskugeln könntest du auf jeden Fall hier kaufen. Ist wichtig. Können wir uns auch richtig gönnen. Ja, klar. Wir haben so viel Geld. Ja. Alleine Pinkkugel. Ach, armer Flo. Hä, warum? Du musst gleich alles vorlesen. Nee, nur die Sachen, die neu sind. Ja, das meiste ist hier von neu. Ich hoffe, du das, wo eine 0 dran steht. Hast du ja schon. Ja, deswegen. Ich habe alles gekauft, wo eine 0 dran steht. So. Ja, ja. Ich freue mich doch. Killer-Tomate. Eine süß schmeckende Tomate. Zum Sterben lecker. Ein kleines Häufchen eines hocharomatischen Kirschengewürz. Kuchengewürz, genau. Pikantes Pulver. Klingenkugel. Schleuderkugel, die einem Gegner geringen Hiebschaden zufügt. Schleuderkugel, die einem Gegner geringen Explosivschaden zufügt. Plumps. Eine Schleuderkugel, die einem Gegner geringen Schwerkraftschaden zufügt. Stellt geringe Menge MP eines Verbündeten wieder her. Erhöht das Geschick eines Verbündeten. Erhöht die Magie eines Verbündeten. Erhöht das Geschick, ein Lieblingsessen von Monstern wie dem Ork. Mignon Magique. Erhöht die Magie, ein Lieblingsessen von Monstern wie dem Hades-Kondor. Stärkender Schmorkbraten. Erhöht die maximale LP bei ein Lieblingsessen von Monstern wie dem Chaos-Kommandanten. Wachmacher. Erhöht die Resistenz gegen Schlaf, ein Lieblingsgetränk von Monstern wie dem Draco. Entgiftungstee. Erhöht die Resistenz gegen Gift. Lieblingsgetränk von Monstern wie dem Chaos-Kommandanten. Schon wieder? Okay, jetzt gehen wir in die Richtung, wo der Ballon war. Machen wir. Geh mal darüber. Und dann können wir kurz wieder zum Gelben gehen. Aber wir sehen den Ballon, also machen wir es auch. Alter, Level 6. Machen die denn schon wieder? Ja, ist doch immer so, die Anfangsbereiche sind immer niedrig und wenn man weitergeht, dann ist es wieder höher. Oh, Schatz. Ja, da gehen wir eh gleich wieder hin, oder? Das ist doch eh die Richtung, in die du musst für die Hauptquest. Nicht, dass du den Ballon aus den Augen verlierst. Machen wir nicht. Wie bist Alter. Du denn? Ja, das ist ja... Ach, das ist der schon. Ja. Nein, nein, nein. Oh, den kannst du gar nicht sprechen, der ist Berliner. Dein Ernst? Ich kann das doch nicht. Ja, wenn du das nicht kannst, mach ich es aber... Und dann mach du es lieber. Ich hasse Dialekte. Nee, nee, nee. Ich finde ja einfach kein Judas er hat so eine Zeitverschwendung. Vielleicht stell ich mir auch nur blöd an. Und noch so was. Ne kleines Kind, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, macht das du verschwindest, bevor ich dir zertrete. Was, du willst mir gesucht, sagst du? Du hast mir gesucht. Na, was willst du denn? Du willst, dass ich Kugel mach? Wie für eine Schleuder oder was? Na, warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich bin Axel, der Mechanikermeister. So eine Kugel mag ich dir mit links, wer doch gelacht? Die lacht. Du bist doch bestimmt einer von diesen Schatzjägern, die das alte Gebäude von der Transdeutschen Eisenbahn übernommen haben, nicht? Dann könnte ich ja meine gute alte Werkstatt wieder aufmachen und helfen. Aber nur unter einer Bedingung. Weißt du, ich will, dass du mir einen Brocken Schlackenerz bringst, was ich selber nicht auftreiben konnte. Ich weiß genau, dass das auf der kalten Schulter geben muss, gleich hier auf dem Hitzegrad. Aber das auch zu finden ist ja nicht so leicht.
Das siehst du so aus wie ein normaler Felsen, ja? Schimmert aber stumpf und silbern. Du wirst jetzt schon erkennen, wenn du vorstehst. Also das ist schön. Wenn du mir davon einen Brocken auftreibst, mag ich für dir und deine kleine Bande eine Werkstatt auf. Oh Mann, ja, das ist jetzt danke. Schon Premium. Oh, das ist die richtige Richtung. Ah, wir haben die Malung im Blick. Als ob. Ich hoffe, der spricht nicht mehr viel. Der ist doch genauso wie Madame Dingsbums. So. Ja, aber Französisch kann ich, aber nicht Berlinerisch. Ich bin nicht Le Floyd. Oh. Setz mal ein. Dein Schatzblick. Vielleicht ist das ja hier oben noch. Nee, das ist. Aha. Wird hier vorne unten irgendwie sein. Ja. Das ist da unten. Ja, da wollen wir noch nicht hin. Erstmal den Balloni, sonst kommen wir da nie wieder hin. Ne, nicht von hier. Nein, stopp! Oh Gott, Jan. Wir finden das. Oh, da ist eine Treppe. Umbra. Ah ja. Da war Material, da war Stein. Aber er hat gesagt, das ist bei einem Berg. Mann, Glacius, jetzt mach doch mal. Glacius. Dafür ist ja nicht genug Platz. Er ist zu dick. Oh oh. Hier ist kein Platz. Und einmal noch. Aber ich glaube, das ist links und nicht direkt über dir, oder? Hinter dir. Ja, da hinter dem. Da musst du irgendwie drum rumlaufen. Bist du genau auf der falschen Seite? Benutzt Katzi, da bist du schneller. Alter, Dracolyt wurde gewendigt und noch eine Kiste. Ja, Mama gleich. Der müsste gleich erscheinen, der Ballon. Oh, da unten. Was ist das für Erz? Ich will das abbauen. Oder ist das überhaupt Erz? Ah, ne, ist eine Blume. Da oben ist er. Ich glaube, wenn du noch ein Stück zurückgehst, könnte es ein gutes. Guter Abstand sein. Oder muss er wirklich hochkraxeln? Eieiei. Weil man ist das nicht so ruhig, weil es hier Nacht ist. Ja. Tada, au! Wir haben es geschafft. Alter, wir müssen zurück in den Schmor. In den Schmor. Ja. Jetzt musst du mal auf die Karte gucken, wo das ist, was Axel gesagt hat, weil ich glaube, auf der Karte ist nicht das markiert, was er gesagt hat, sondern er. Was hat er denn gesagt? Irgendwelche Brocken sollen wir finden. Ja, aber der hat ja gesagt, dass das an einem bestimmten Ort ist. Aller Glitchkraut. Eine Pflanze, die so leicht ist, dass sie fast schon substanzlos zu sein scheint. Man könnte es auch Algen damit nennen, erst mal okay. Was kochen. Hört sich richtig schmackofatzt an. Okay. Nein, sie schläft doch. Das hast du jetzt nicht getan. Alle. Schleimtropfen. Ich meine jetzt auch Blut. Ja, da brauchst du gar nicht gegen kämpfen. Das ist so dumm. Die Magie mir fast gar keine EP. Ja, die schlafen doch gleich wieder. Ja, ich gehe schon. Ja, los, Katzi, komm her. Ja, dann können wir halt keine Items aufheben, wenn wir auf der sind. Das ist halt so die Sache. Ja, wir wollten doch jetzt erstmal Schatz. Ach, da unten. Was sind wir denn? Oh, ja, da runter springen. Aber warte, sprich nochmal kurz mit ihm. Wie hüpf. Na, jetzt bist du zu weit runter, oder? Da ist Ballon. Hä? Ja, unter dem Feuer ist ein Ballon. Oh, jetzt schläft der Ballon. Warte mal, darfst du die nicht kaputt machen einfach? Mann, das war wahrscheinlich auch nur eine Kugel, die nicht funktioniert, weil sie eigentlich nur zum Einschläfern gut ist und die keine Substanz hat. Guck, bam. Oh,
Nicht, dass das jetzt nicht zählt, dass man den nochmal einsammelt. Ja, guck jetzt mal, wo das ist, das Item, weil... Ich glaube, du bist schon ein bisschen zurück. Oh, das ist ein neuer. Wie erstmal, dass hier Tag ist. Let's get some shut-eye. Das ist nicht der lustige Spruch. Doch besser so. Glaubt ihr keinen Schatz mehr? Ja doch, du musst in Richtung Klippe gehen. Ja. Ich jetzt frage mich halt echt, ob das derselbe ist wie vorhin. Ja, natürlich. Könnte. Oh, nochmal Oni! Was ist das denn hier? Mama, Mama. Ja, jetzt muss er da sein. Also wenn er jetzt nicht close ist, dann weiß ich auch nicht. Oder sieht das gleich aus wie mit diesen Felsen auf dem Boden? Na, in der Nähe von so einem... Ich weiß es nicht. Da unten sind Brocken auf dem Boden. Hey, it's close. Du kommst ja nicht so einfach hoch, glaube ich. Oh, da ist es. Ja. Tada. Geil. Allerfeuriger Drache. Drachling. Wir hatten den eisigen Drachling mal. Looks pretty valuable. Was war das denn? Jetzt gleich so, oh, das ist der krasseste Gegenstand aus Dragon Quest, den jeder kennen muss. Ich glaube nicht. Angriff. Weißt du, in welche Richtung du musst für die... Ja. Steine. Hey, woher? Weil ich es markiert habe. Bisschen. Ist das schon? Oder ist das nicht noch? Ich hasse es, dass du bei dem Ding aus nichts. Alter, ein Henker. Ein Henker haben wir noch nicht, oder? Hey, it's close. It's a close. Das ist wieder da oben. Bist du sicher? Sicherheit. Irgendwo auf einer Erhöhung, ja. Und in die Richtung ist dann nichts mehr. Das ist wahrscheinlich genau über dir. Denke ich auch. Oh, die Musik kenne ich gar nicht so krass. Da oben, glaube ich. Oh, da ist auch ein Stein. Stein, Stein, Stein. Heiße Steine. Die guten alten heißen Steine. Willst du eigentlich hier auch 100% machen? Ja. Alter, das sind hier Hermesstiefel oder so. Kommt drauf an, was genau wir unter 100% verstehen. Ja, alle Missionen. Wenn ja, ich würde doch gerne jeden einmal gebändigt haben. Ja, das ist halt so die Sache. Einmal gebändigt ist die eine Sache, du musst sie dann ja auch immer holen. Gebändigt zählt ja nicht, weil die sind ja dann auch irgendwann wieder weg. Wenn du zu viele neue gebändigt hast. In der Liste hast du die doch dann, oder nicht? Ja, nee, die werden ja überschrieben nach einer Zeit. Nein, nein, du hast doch so ein, wie nennt man es denn? So eine Art Pokédex. Hab ich? Der dauert das Grüne, oder nicht? Das ist ein Logbuch. Monsterliste. Ja, das meine ich, wenn wir da alle gesehen haben. Wenn da oben bei 44 von 74, 74 steht. Wahrscheinlich ist es, nee, ist es nicht. Es fehlt auf jeden Fall noch eine Hand. Und wahrscheinlich in der Wüste. Ein Schleim, der in der Wüste kommt. Vielleicht auch noch ein Schleim. Gibt es einen Goldschleim? Es gibt einen Blasenschleim. Guck, wir müssen die nicht getrennt. So viele sind haben. Das nicht mal. Nach der Liste. Noch 30. Also ist schon noch ein bisschen. Dann los. Angriff. Und den alle auch. Gewinnig. Alle tot. Easy. Und jetzt weiter. Umbra. Wow. Ich habe mal. Oh, Todesrüstung. Zepperle-Ersatz.
nicht für uns. Hilfe. Schläfst. Oh, da müssen wir kriechen, crouchen. Aber Umbra darf mit. Aber wer braucht schon eine Todesrüstung? Wir. Alan Hübschhut, ein attraktiv aussehen. Was? Was? Wie kann ein Pilz attraktiv aussehen? Fragt Toddy. Okay. Scheiße. Alter, wie viele Hübschhüte. Oh, das war doch nicht alle Abracaprese Granda Rezept. Ein Rezept, das die HP enorm erhöht. Erhöht oder aufheilt? Erhöhen ist für mich aufheilen, dann denke ich. Immer. Oh, Medaille. Wollen wir die übersehen? Gute Frage. Haben wir den Henker schon? Nein. Wollen wir einen Henker holen? Ja. Wer wollte denn. Eben hat man eine Quest mit den Medaillen, oder war das für die Daily Quest? Oh, das weiß ich. Auch die Dailies hätten uns auch nochmal angucken können. Tun wir gleich nochmal kurz machen. Am Ende des Parts machen wir am Anfang des nächsten. Können wir auch jetzt angucken. Ich glaube, da musst du nicht an die Tafel gehen. Wirklich? Okay. Gut. Ah, stimmt. Teamwork. Analysieren. So oft wie angegeben. Was ist denn angegeben? Viermal. Vier. Okay. Finde Schätze. So oft. Steht da wo? Oder ist das egal? Ach, die müssen wir auch einsammeln, das heißt, wir müssen sie abgeben. Okay. Ja, gut, das schaffen wir. Ja, und dann halt fertig machen. Alles. Lass wir das jetzt analysieren. Ja, wir haben kein Analysieren dabei. Dann müssen wir nochmal einen austauschen und später. Ja, vielleicht haben wir einen neuen. Oder einen neueren. Ein Schweini kann das auf jeden Fall. Und im nächsten Part würde ich dann auch zu Porkus und Ding da. Nee, Porkus. Wie heißt denn das? Das andere Schwein. Ja. Chatias und Schwarta. Genau, die beiden. Da denke ich immer an die Marmelade. Schwartauer samt. Oh, ein Dolch. Oh nein. Ja, das hat Jam uns noch nie bekommen. Alles gut. Wir haben den nicht mal gesehen. Und beim letzten Mal hat man es gedacht, das ist die Werner, aber dann war das ja. Bisschen was anderes. Jemand, wo wir keine Chance hatten. Eine Giftkugel vergiftet einen Gegner. Wow, kürzer geht's auch nicht. Guck mal, da oben ist doch schon das Ziel. Mizuku. Warum nimmst du jetzt ihn? Warum nicht? Kannst du mit ihm was aufheben? Nö. Wow. Better get this appraised. Bist du denn? Neuer Schatz, beim Schatz in der Nähe. Die Frage ist, sagt er etwas anderes, je nachdem wie selten das Item ist, frage ich mich. Weiß nicht. Oder ist das einfach random, was er für ein... Ja, es sind einfach so ein paar Sachen, wo er irgendwas random von sagt. Halt. Oh, in die Richtung dort, wo man die Rippchen sieht. Da, in die Richtung musst du laufen. Was ist nicht weiter links? Da bei dem Berg, da wo die Schleimetten sind? Was? Tja, wir haben unser Ziel erreicht. Ach da, hier kann man das suchen. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo es das gibt. Aber den Schatz. Du musst irgendwie nach oben gucken und dann müsstest du es sehen. Warum ist das diesmal gelb? Das ist wirklich fast da, ist wahrscheinlich. Bei so einem kleinen Büschlein ist das. Ja, da muss ich in der Nähe sein. Hey,
Wo ist denn das Rivalenteam? Das ist eine gute Frage. Sie hält auf der Karte auch nichts. Wo ist denn der Schatz? Schatzi. Ach, du musst. Ach, ich weiß es. Weiter links, da oben drauf. Links, 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 links. Noch weiter links? Das ist nicht links. Ja, jetzt in die Richtung. Da hoch. Da oben drauf, glaube ich. Angst, das müssen jetzt. Ja, was... wir kämpfen doch gleich. Die sind jetzt wirklich bei uns oder geht das die ganze Zeit um unsere Basis? Nee, in der Basis sind sie nicht. Ich denke es halt irgendwie schon, dass die Basis meinen. Vielleicht ist da krasser Stein weg, ich sag's dir. Ach, wir können ja noch kämpfen vorher. Yes. Toll. Sollten wir hier halt unseren. Das Ding finden, schnell. Das Schlackenerz. Oh. Sei ja. Von Rivalen überfallen. Ein Rivalenteam hat es auf deinen Schatz abgesehen. Vermeide es, Schätze, allzu lange mit dir rumzuschleppen, wenn du die Welt erkundest. Sonst könnte jemand auf die Idee kommen, die aufzulauern. Diebe machen sich mit allen Schätzen aus dem Staub, die du fallen lässt. Also heb deine Kostbarkeiten schnellstmöglich vom Boden auf. Oh, komm, nee. Wir haben die Ulti. Und die Ulti. Und die ist nicht so stark. Ach, falscher Was Knopf. Machst du? Wollte krass sein. Alter, da oben ist eine Königsschlamette. Och nee. Ich bin kein Ulti also, mehr. Was? Aber Erik kann doch irgendwas. Fast. Wo sind denn hier jetzt? Ja, der Schatz. Der wurde gestohlen. Wow. Bin verwirrt. Der lag doch da auf dem Boden rum. Ja, das habe ich schon gesehen. Mein Rivalenteam hat deinen Schatz gestohlen. Wenn du deine Kostbarkeit nicht in den Wind schreiben willst, solltest du alles in der Macht Stände tun, damit sie nicht gebitzt wird. Aber alle Hoffnung ist noch nicht verloren. Manchmal bietet dir sich nämlich die Gelegenheit, deine verloren vergangene Beute zurückzuholen. Okay. Okidoki. Zurückholen. Ja, wo sind die? Sind die jetzt hier direkt? Da lag auf jeden Fall eine Münze. Alter, Säbelzahnkatze-Medaille. Dunkle Säbelzahnkatze. Nee, ich weiß es nicht. Das Team gibt uns keinen Tipp, wie man es machen kann. Aber wir sollten auf jeden Fall noch ein paar Medaillen vergeben. Vor allem, wenn es halt passt. Angriff. Wir haben so viele. Angriff. Ist schon eh so hoch. Waren die Blauen die Angelegten? Ich glaube schon. Und wer braucht Geschick noch? Am ehesten, na gut, die Katze hat am höchsten mal die 20 Level höher als gefühlt als die anderen. Der Baller hat schon. Ach, keine Ahnung, lassen wir einfach so. Gladius wird gleich wahrscheinlich. Na, so, mal gucken wir. Vielleicht muss Schepperle gleich wirklich gehen. Wir müssen erstmal jetzt hier gucken. Und gehen wir in den Bereich da oben rein. Und da muss das irgendwo rumliegen. Ja, wir haben unser Ziel erreicht. Ich verstehe es doch. Da drüben ging es hoch, ja. Los, Glacius, hilf. Und. Sieht aus wie normaler Stein, aber glitzert ein bisschen. Alter. Level um Level 18, easy. Warum wird eine Schleimette von Orange zu. Hey, war da was? Ach nee, das war der Angriff. Da unten? Ja, ich würde auch runtergehen, das sieht sehr gut aus. Oha. Warum droppen die auf einmal so viele Medaillen? Was ist da los? Alter, eine Schleimwetter-Medaille. Nur normale, toll. Oha, da geht's rein. Pilze. Kloppkäppchen, ein Pilzen mit der Form einer geballten Faust. Ah ja. Wenn schon die Pilze gewalttätig wären. Was für eine Welt leben wir?
Hm, weiß es nicht. Kiste. Schlackenerz, ein Söldnerstein von silbrigem Glanz. Du hast ihn auf Bitte von Blablabla aufgestuft. Dies muss der Stein sein, nach dem Axel sucht. Ja, komm, back to Axel. Der Part ist auch lang genug, das passt schon, wenn wir jetzt zurückgehen. Aber den Bereich von dieser Welt, wo Lava ist und so, haben wir noch nicht. Oh, Buhlballon. Haben wir noch nicht gefunden. Nein, man sieht es halt bald, aber. Sehr gut. Axel! Dann wollte ich sagen, machen wir es mit Axel jetzt noch. Und im nächsten Part gucken wir dann kurz zu Schwarta und Shatias und versuchen dann auch schon den letzten dieser drei Händler-Typsies zu finden. Um unsere Basis ein bisschen zu Ende abzugraden. Oh nö, klingt doch noch wieder da hoch. Ah! Next 3. Bist du sicher, dass das klappt? Ja! Sehr gut. Ja, dann weiter, ohne Umschweife. Nimm ist die schon Katze und hau ab. Ja, hat man. Wir brauchen die Katze nicht nehmen, weil wir da hoch müssen. Deswegen brauchen wir die Katze nicht nehmen. Kannst du nicht später erst hoch? Warum ist der Reset? Warum dauert der Reset so lange? Man weiß es nicht. Ist das so anstrengend? An gewissen Punkt verstehe ich nicht, warum die das überhaupt gemacht haben. Dass du nicht so schnell aus Kämpfen fliegen kannst, man weiß es nicht. Du willst ja trotzdem Schepperle! Der andere ist ja viel schneller. Ja und? Schepperle ist besser. Schepperle hat so 30 km/h, die Katze so 80. Oh nein, muss ich das mal lesen? Naja gut, Mach dich schon mal seelisch bereit. Ich mach mich bereit. Ich hab mir nach so einem Schlacken ja schon den Hacken ja gelaufen, aber weit und breit nichts gefunden. Ich weiß genau, der auf der kalten Schulter geben muss. Gleiche Ofenhitze gerade, aber der doch zu finden ist ja, wie gesagt, echt nicht so leicht. Weht meinst du? Du hast den Schlacken erst gefunden, sagst du. Also, ja, der hättest du auch nicht reingepasst. Gut. Dann rücke der Jude Stück mal, der passt ja nicht rein. Marus, ich mache eine Google-Werkstatt in deiner Basis auf. Erik überwölbt Axel das Schlackenerz. Dann kieke ich mal, ja, das kann nur Schlackenerz sein. Ich danke dir. Den will ich denn gefallen mal wieder und eine Google-Werkstatt für dir aufmachen. Wir sehen uns denn auf der Dreschen Treasures Insel, ja? Ich frage mir, oh Gott. Ob das Fräulein Cecilie noch in einer Personalstelle arbeitet? Na, dann will ich mal meine Koffer packen, je. Du schon mal voran, wir sehen uns vor Ort. Ja, machen wir das mal. Angriff. Tut. Let's get our new treasure appraised. Düs. Boah, ich brauche was mal für Schätze haben. Weil der eine. Ich glaube, die Frage, welcher ist jetzt weg? Der letzte Schatz, dieser Stock. Ach, schön. Ja. Schau mal. Oha. Natürlich. Natürlich. Und es sieht fast genauso aus wie der andere ikonische, ja, Schatz. Mein wurde ja nicht geklaut. Diesmal kenne ich den aber wirklich nicht. Der Sonnenstein. Ein Stein, mit dessen Hilfe einst. Ein heiliger Held von den Ozean überquerte, um die Inselfestung seines Erzfeindes zu rächen. Da müssen wir gleich nochmal reingucken, an welchem Trinkkristall es ist.
Bronzemesser, eine kurze Bronzeklinge, die zum Kämpfen geschmiedet wurde. Berghüttenwand. Eine Wand aus einem Bergdorf, wo ein Held vor den Mächten der Finsternis verborgen seine Kindheit verbrachte. Ein somatischer Stab. Ein merkwürdiger Stab, der magische Macht in physische Kraft umwandelt. Alter, der ist sogar makellos. Alter. Hohoho, hilf mich schon. Geil. Jetzt fehlt nur noch analysieren, glaube ich, von dem Daily Quest. Ja, machen wir dann. Ne, wir müssen mit ihr sprechen, oder? Na, vielleicht können wir noch neue Monster gleich holen. Ja, jetzt erstmal austauschen hier. Oh, ich mach den lieber weg. So, welchen Dragon Quest Teil ist denn der jetzt? Mach mal auf Info, wenn du auf dem bist. So, weiter oben. Wow, der erste Teil. Hä? Okay. Wie gut. Gut, dann. Cecilia, hallo. Nein, alles neu. Erstmal hier gucken. Eilhard. Düsterchen. Brauchen wir ihn analysieren können, das heißt schon. Ja, ich weiß. Fleddy. Fleddy, so heißt er doch Wollos Bruder. Keine Ahnung. Aller Quetscher. Quetscher kann doch analysieren, oder? Ja. Oh, kann man ja nicht holen. Tja, da müssen wir mit dem handeln, was wir haben. Traurig. Kampfer können wir holen. Ja, Knuffer auch. Oder Bruder. Oh Gott. Erstmal am Anfang des nächsten Parts jetzt erstmal Einrichtung. Jetzt, wo du es erwähnst, ich habe kürzlich eine Nachricht von Axel erhalten. Mein Schein nach ist er schon auf dem Weg hierher, um seine Kugelgeschäft zu öffnen. Wenn es nicht alles täuscht, ist Axel sogar schon eingetroffen. Diese muskulösen Schultern erkenne ich sofort. Hallo! Was? Der hat Hallo gesagt. Ich raste aus. Doch, nun bin ich also hier, wie abgemacht. Lange nicht gesehen, Axel. Willkommen zurück. Danke, Frau Cecily. Oha. Was? Danke, Fräulein Cecilie. Ihr seid also immer noch in der Personalstelle. Ihr wisst ja bestimmt, dass ich hier ein Kugelgeschäft aufmachen soll. Ja, desto besser. Selbstverständlich, wir haben bereits Räumlichkeiten für euch vorbereitet. Axels Kugelatelier hat nun in der Basis von Team Trash & Treasures geöffnet. Jetzt, wo Axels Geschäft geöffnet ist, kannst du den Kugel vor Ort jederzeit aufstocken. Bald werden hier Hammerschläge. Wow. Haha, durch. Den Bahnhof ein. Allein deswegen jetzt lesen müssen, naja. Wenn du etwas vom Kugelatelier brauchst, dann sag mir einfach Bescheid. Käufe müssen nämlich über die Personalstelle abgewickelt werden. Das ist Firmenpolitik. Ah, wir gucken nochmal kurz ran. Kragenweiten noch, okay. Das machen wir dann zuletzt. Wenn du Axel die richtigen Materialien gibst, dann kann er Kugeln erstellen. Du kannst sie auch heilen oder Schaden machen. Du kannst es erweitern mit Rezepten. Ja, aus Materialien. Alter. Shoot carefully, ja? Okay. 100 Kieselsteine.
Oh. Alter, so viel. Also, wir können sogar Heildinger theoretisch herstellen wieder. Keine Ahnung, gefühlt werden wir eh nichts anderes benutzen, außer die normalen und heilen. Und die Kumpeldinger vielleicht noch. Aber ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch kurz bei unseren Teams vorbei, schicken welche los. Und dann war es das für diese Folge von Let's Play. Und auch zwischen den Parts, obwohl, ne, die bringen bestimmt Schätze mit. Schwierig. Jetzt habe ich Treasure Quest gesagt, dachte ich. Treasure Quest Treasures natürlich. Ja. Cool. Komm, gib uns Schätze. Schätze, Schätze. Ah, nur ein normaler Erfolg, schade. Well, are you impressed? Nö. Mann. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Dum, dum, dum. Ja! Lass mich raten, Schatz, den wir schon haben. Natürlich. Natürlich! Das war nicht mein Schatz. Na gut. Where do you want to go? 50 ist das höchste. 50. Bap. Oh, Schatzkarten haben auch noch nicht viele, wie es scheint. Tschüss. Ihr macht das schon. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Also nicht verpassen. Und live da lassen. Sein. Keim der Kartoffel. Diese Kartoffel schmeckt immer toll, ob man sie nur ein Stück geschneidet oder im Ganzen genießt. Also damit tschüss. Tschüss.